Gott, was ist da denn bitte jetzt passiert? Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Meine lieben User, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ender Games Challenge mit diesem verwirrten Couch da, der neben mir war. Wir spielen heute eine Challenge von dem lieben Snowcrafters. Der hat mir geschrieben, ich darf nur einen einzigen Stack aus der Kiste nehmen, also nur einen einzigen Item-Stack sozusagen. Also nehmen wir mal an, wir haben 3 Diamanten drin, 5 Eisen und 6 Gold. Dann dürfte ich mich zwischen einem von diesen Dingen entscheiden und halt nicht mehr. Das heißt, wir haben heute ein bisschen begrenzte Ressourcen und ich kann leider nicht das Deep Kit spielen. Ah! Mann, dabei wollte ich das unbedingt spielen. Und zudem finden wir auch noch keine Kisten. Ich meine, da geht die Challenge auch erstmal direkt auf. wir spielen auf jeden Fall das Kit Vampire. Das heißt, nach jedem Kill bin ich wieder full life. Und wenn ich ein Tier töte, bekomme ich auch ein bisschen Leben dazu. Und das... Oh, das muss ich zurückpacken. Tut mir leid. Ganz vergessen, das ist immer unsere Reaktion, um so alles rauszunehmen. Da nehme ich die Schneebälle raus. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich hier noch ganz, ganz schnell mir ein Schwert craften kann. Ich bin echt beeindruckt. Ich bin gerade vom Kino gekommen, von Sausage Party. Ich hasse diesen Namen, ich hasse dieses Wort Sausage, Alter. Wow. Und auf jeden Fall, ja, was kann ich sagen, der Film... Oh nein, oh nein, oh nein, 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 da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das waren doch gerade 2 sehr schöne Kills vorhin, ne? Die wollte ich nur mal drin gelassen haben, ne? Weil, also ich fand die echt schon toll, für dass sie sich keine Waffe hatte. Das war schön improvisiert. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich war in Sausage Party gerade eben, also im Kino. Und, oh, was nehme ich jetzt hier mit? Ich brauche Essen, ne? Das ist die Sache. Ich hätte viel lieber das Eisen mitgenommen. Aber ich brauche dieses Essen einfach dringend. Dann wir bekommen, wie dich da. Wie wär's, wenn du am besten den Tor oder so killst? Ist der Tor, ist der down? Tatsache. Der ist echt, der, als ob so ein Blitz im Wasser einen töten kann. Ey, ganz ehrlich, der Tor fickt doch jetzt alle in dem Wasser, oder? Kann das sein? Was ist da drin? Ja, komm, dann nehmen wir noch das eine Eisen damit. So, Moment. So, nice, 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 nice. Oh Gott, oh Gott, okay, das haben wir gut gemacht. Also, Sausage Party, kann ich jeden an euch nur empfehlen. Der Film ist ja ab 16, wie vielleicht alle von euch wissen. Obwohl es jetzt ein Cartoon ist, sag ich mal, das hat seinen Grund, warum er ab 16 ist. Also da ist echt schon einiges drin, was, ja, ziemlich jetzt irgendwie, ich sag es mal, pervers einfach ist. Also, ja, okay, pervers ist das falsche Wort, weil, aber... Ganz kurz, Hase, du musst jetzt mal kurz drauf gehen oder auch nicht. Oder wir kriegen ein verzaubertes Schwert. Das ist natürlich auch was Gutes, ne? Also, der Film ist auf jeden Fall in vielen Sachen sexuell, sag ich jetzt mal. Also, aber er ist echt cool. Also, wenn ihr nicht gerade einen Stock im Arsch habt oder sowas, dann würde ich euch raten, diesen Film. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon wieder. Wie ich es einfach nur. So, okay, dann haben wir. Wie die Pest hasse, wenn jemand diesen scheiß Tintenfischkit spielt, ne? So, 8 Enderpearls. Die Challenge ist übrigens nicht schwer, sobald man eigentlich dieses... ja... Gibi... Ich sag, wie dumm ist der denn bitte? Der spammt hier mit Pfeilen zu, was mir eigentlich fast kaum Damage macht und alles. Hä, wie dumm ist der? Okay, ich find's gerade gut, dass du mit dem geportet wurdest, weil jetzt kann ich mich nämlich dich nehmen. Und dann nachdem ich dich... Oh. Okay, okay, wir sind gefordert worden. Also wie gesagt, der Film ist echt cool. Wenn ich gerade einen Stock im Arsch habe, schaut euch das Ganze an. Und warum erzähle ich das? Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Und zwar, ich bin gerade hier um 22.55 Uhr, also fast 11 Uhr. Und man kann doch echt gut Endergames spielen. Also man kriegt doch Lobby voll. Ich bin da voll beeindruckt von, weil normalerweise ist das abnormal, weil, ja... Endergames ist halt irgendwie so ein halb ausgestorbener Spielmodus inzwischen. Ist traurig, aber ist leider so.
Und da freut man sich, wenn man um 11 Uhr dann sich denkt, ich nehme so eine Challenge auf und es geht noch. Da freut man sich dann, ja. Die Facecam war übrigens im letzten Video ja asynchron, die eigentlich auch nicht wissen. Das war nicht so cool, da hat die Facecam einen Fehler beim Aufnehmen gehabt. Ich hoffe, sie hat das jetzt nicht. Und wenn doch, dann ist die Facecam ein Hurensohn. Natürlich rein aus Emotionen heraus. Sag mal, macht der irgendwas oder fuchtelt er bloß mit seiner Angel rum? So, da, ah, da bist du wieder, du mal. Oh Gott. Also, versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen dich, ne, aber... Aber mich fuckt ab, wie du da... Genau sowas machst, das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Ich brauche nur einfach... Oh mein Gott! Stirb! Oh mein Gott, ich wollte so einen scheiß Gold abflästen und nicht die ganze Enderperle schmeißen. Oh mein Gott, zum Glück bin ich Vampir. Oh Gott, was ist da denn bitte jetzt passiert? Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Du mit deinem Bogen, ne? Hör mit deinem Bogen da auf. Oh Gott, ja, okay, jetzt Angst, also gut, wir haben ihn bekommen. Das war der ultimative Sniper-Schuss. So, jetzt sind wir noch zwei Spieler. Gut, das ist es. Das ist das Ultra-Finale, Leute. Jetzt geht's ab. Wir haben die lauter Tier auf unserer Seite. Wir können eigentlich nur. Was macht der da? Wir können eigentlich nur gewinnen. Vor allem, weil der gerade so einen Busch gebaut hat. Aber wir nehmen mal kurz Speedblock. Komm nur her. Ich habe die Tiere auf meiner Seite, musst du wissen. Komm schon. Oh Gott, wenn der getroffen, das wäre zu cool gewesen. Komm, wir haben noch einen Pfeil. Der muss sich jetzt reißen. Das fuckt mich jetzt schon wieder ab, ne? Dieses Scheiß. Weil der jetzt so ein, ja, Kit-Vorteil hat im Ding, das halt wegrennen kann. Das fuckt mich jetzt einfach ab, ne? Das, du hast sie halt, nutzt alle deine Ressourcen und dann kommt er irgendwann wieder, wenn er voll gereckt ist und, ja, macht sie dann wahrscheinlich fertig. So, das fuckt dann einfach ein bisschen ab, ne? Das ist dann nicht so cool. Aber ich meine, er darf es ja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Was macht er da gerade? Okay, also ich mach das Ganze jetzt mit den Schafen auch ein bisschen nach, gerade von ihm. Ah, guck mal, der schmeißt mir Pfeile zu, das ist nicht nett von ihm. Ah, ich sehe schon mal auf hinaus, weil er will mich jetzt hier in dieses Gebiet da locken, wo keine Tiere mehr sind, dass ich da praktisch diesen kleinen Nachteil dann habe, dass er halt noch sein Kit hat. Das kann er aber hier auch nicht so gut benutzen. Das heißt, es ist eigentlich ein Nachteil für uns beide, nur dass ich halt immer noch zumindest Tiere habe. Ja, oh, kämpf doch wie ein Mann, jetzt komm. Diese Bogenschützen, die da so vercampen, alles, das muss man machen wie Batman. Man muss da einfach so ganz sneak, oh, oder? Also genau, wie Batman. Man muss sich porten lassen mit denen. Und dann haben die ja den Vorteil von oben verloren. Oh, you gotta be kidding me! Kann der nicht einfach sterben? Warte, was schreibt der? Dein Kit bei Tieren ist so... Ja, aber... Enter haken und... weglaufen. Ich meine, es ist halt das Kit. Ich habe das Recht, die Tiere zu benutzen. Er hat das Recht, seinen scheiß Enterhaken zu benutzen, weglaufen, ne? Dann muss er sich jetzt nicht beschweren hier mit seinem, ja, dein Kit ist so OP und sowas, bla bla. Aber es nervt halt einfach nur, ne? Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie Noob ist oder so ein Scheiß. Es nervt halt einfach nur, dass er wegläuft. Das ist, ich würde es aber, glaube ich, an seine Stelle halt genauso machen, aber es ist halt nervig, müsst ihr wissen. Vor allem, weil ich jetzt keine... So, jetzt, komm. Ja! Huhu! KG! War kein legendärer Kampf im Finale. Aber ich denke, die Runde war trotzdem ganz cool auf jeden Fall. Das war die Challenge mit hier, dass ich ein Item aus der Kiste nehmen kann. War nicht so schwer, wie gedacht. Aber, naja, haben wir eine Challenge wieder abgehakt. Schreibt mir mal die Challenges in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, die Facecam ist synchron. Alles in der Infokarte geht's zum letzten. Trigger ein Video, war eine wunderschöne Fail-Complansion in Skywars. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Das ist morgen. Bis dahin. Ciao.